Frage. Wir haben noch 10 Minuten. So. Ich frage mich, bin ich nervös, aber ich denke, ich würde euch quasi so meine Perspektive ein bisschen grob umfangreich auch schildern. Was ich sage, ich, ja, so. Paul, er macht den Widerspruch. Ja, so. Sag mal, wie ihr weiß, so komme ich aus den USA und wie ich habe am Anfang gesagt, halt, ich bin in Deutschland geblieben, weil eben Deutschland den Irak-Eingreif verneint hat. Ja, so zu Ende mit diesem Hamas-Kerl. Wie gesagt, ich habe seit Dr. Spender hat mir ein Video gegeben, habe ich sein Buch, das ist ein neues Buch, gelesen. Und ganz ehrlich, ich denke, wenn der so in seinem Buch so manche Sachen eräußern kann, dann darf ich auch. Ja? So. Natürlich, meine Meinung ist ganz anders wie seins, weil ihr vorstellen kann. Normalerweise mache ich so Ingenieurvorlesungen und, in Köln. Und unter den Ingenieuren, wir sagen immer, weißt du, ein Ingenieur zu sein, ist immer so Probleme zu lösen. Das sind immer so Probleme lösen. So, sag mal, wir reden immer von, quasi, bevor man ein Problem lösen kann, muss man die Ursache suchen. Ja? Was mir problematisch ist, sag mal, in Hamas-Arbeit und auch halt, wie es in Deutschland und in Europa gesprochen wird, diese Thematik, Flüchtlinge, Probleme und so weiter. Ja, so, was mir problematisch ist, ich finde, dass die Ursachensuchung nicht dabei ist. Sag mal, bitte, wenn jemand hat was zu sagen, dann halt mich an. Ich will nicht zu krass werden. So, sag mal, finde ich die politische Meinung in Deutschland so gespalten. Einer handelt sich um den Effekt dieser Flüchtlingsströmung. Quasi, was machen wir mit den Flüchtlingen, wenn sie schon hier sind und so. Und die andere, halt den Rechtsextremen zum Beispiel, die sind halt vielleicht die Einzigen, die sprechen über die Ursache. Vielleicht sollten wir die Armees nicht unterstützen, Syrien zu bombardieren oder so. Ja? So, natürlich, ich finde die Mittelweg immer am besten. Man sollte alle Seiten, meiner Meinung nach, alle Seiten hören und das Beste von allen Standpunkten zusammenziehen. Und ich bin der Meinung halt, dass wir müssen halt versuchen, dass die Flüchtlinge sind integriert, die Einwanderer sind integriert auf einer Seite, dass sie wohlfühlen, dass sie produktiv sind bei uns in Europa, dass sie teilnehmen an den Wertstrom und so weiter. Andererseits, ich finde auch, wir müssen was gegen die Ursache machen, beziehungsweise Gewalt in den Mittelost oder in Nordafrika. Und darüber spricht man zu wenig, finde ich. Also in seinem Buch Integration, der schwätzt endlich über was in Europa abgeht, aber der kritisiert immer Islam, quasi der sagt, dass Islam die Ursache, die ganzen Probleme in Mittelost und hier in Integration ist. Aber der fragt sich nie, was die Ursache, warum kommen die Flüchtlinge überhaupt hierhin? Natürlich, wir wissen, manche haben ihre Häuser verloren und so. Ich muss das schnell machen. Okay. Wollt ihr was ganz provozierend sehen? Okay. Ich bin ein bisschen scheu, weil ich will keine. Okay. Lass mich. Hast du ein Aktfoto jetzt von mir? Nein. Moment. Okay. So, ich fange an, was mit etwas, der etwas aktuell ist, an. Oder ziemlich aktuell. Diese 105 Raketen gegen Syrien, ich weiß nicht, letzten Monat oder so. Okay, das finde ich scheiße. Ich finde es auch gegen die internationalen Gesetze, dass zum Beispiel USA, ich habe es aufgeschrieben, das war so am 8. April, USA werft Assad vor. Dann zwar am 12.
Das ist nur ein Vorwurf, keine Beweise. Ja? So. Und man hat auch die Vorwürfe in Vergangenheit waren von den UNO auch in Frage gestellt. Okay? So, USA-Vorwurf. Ja, gestern, das ist dann, welchen Tag ist auch, also 12. Französischer Präsident, angeblich ein Beweis. Ja, das ist jetzt aber natürlich schon vorbei, der Angriff ist gelaufen. Ich habe so gegoogelt, da findet man überall, Macron sagt, ich habe Beweis, ein Beweis. Aber such mal raus, was das Beweis war, findest du nichts. Ja, nur, ich habe, es ist nur eine Behauptung. So, dann, wie heißt das, ja, so am 12. Russland und Syrien haben so eine unabhängige Organisation eingeladen, um dieses zu untersuchen. Und abends, 13. Ist das Angreif. Ja? Okay. So, ja, dann Merkel sagt, ja, schön gut, toll. Ja? Ich finde das scheiße. Ja, erstmal, sag mal, wenn das überhaupt im Boden von Gesetze ist, jemand ist nicht schuld, bevor du Beweise hast. Ja? So, hier ist ein internationaler Angreif an Syrien, die mitten angeblich ein Bürgerkrieg ist. Und ohne Beweis kann man die mit 105 Raketen. Ja? Und das ist nicht die erste Mal, sowas findet man, keine Ahnung, jede 8 Monate holt sich das wieder. So, ja, so. Ich sage ein Wort, das ist ein Abschnitt, ein Wort zu Hamad. Der behauptet in seinem Buch fast, wenn man gegen die europäische oder westliche Geopolitik ist, ist das gilt für nicht integriert. Ja? Und ich sage ganz direkt, ich bin gegen die westliche Geopolitik, was den Krieg gegen Terror angeht. Ich bin gegen diesen. Und der behauptet, dass das ist Verschwörung, wenn man gegen Krieg gegen Terror, wenn man dagegen ist, ist man nicht integriert. Aber wer von uns ist für den Krieg gegen Terror? Bis jetzt, da sind so verschiedene, wir sind ganz schleppend zu messen, was das gekostet hat, aber manche Studien sagen zwischen 1,3 Millionen Zivilisten gestorben in diesem War on Terror und 6 Millionen. Ja? So, die Spalte zwischen den Zahlen zeigt schon aus, dass, wie problematisch überhaupt das ist zu messen. Aber, okay, so, ich, okay, was will ich jetzt sagen? Okay, jetzt habe ich ein Video. Ich versuche es schnell zu machen. Des deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftlers Hamid Abdessamad in seinem neuen Buch Der Untergang der islamischen Welt. Darin fordert er radikale Reformen, sonst sieht die Zukunft düster aus. Mit Hamid Abdessamad spreche ich heute am Freitag hier im Münchner Literaturhaus über sein neues Buch und die radikalen Thesen. Guten Tag, Herr Abdessamad. Guten Tag. Beschreiben Sie in der Einleitung Ihres Buches, ich zitiere, der Islam ist schwer erkrankt und befindet sich sowohl kulturell als auch gesellschaftlich auf dem Rückzug. Die geistige und die materielle Erstarrung veranlasst mich zu der Prognose, die islamischen Staaten werden zerfallen, der Islam wird als eine politische und gesellschaftliche Idee, er wird als Kultur untergehen. Das ist nur eine sehr düstere Prognose. Wie kommen Sie zu dieser resignierenden Meinung? Wir erleben seit Generationen eine geistige Erstarrung in der islamischen Welt. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den meisten islamischen Staaten. Okay, das reicht schon, quasi, dass der macht die Behauptung, ja, die haben gehört, dass, ja, okay, jetzt hören wir mal zu quasi der beschuldigt den Islam als Ursache, den Flüchtlingsproblem, den Untergang, den Mittelost und so weiter, okay? Und ich sage,
Okay, es mag sein, dass der Islam eine Ursache ist, das habe ich nicht gesagt, aber man muss halt beide Seiten oder mehr Seiten gucken, das ist für mich zu einseitig. Jetzt war es provozierend und überraschend, vielleicht. Good evening from New York. At a meeting with Palestinian leaders in June 2003, then President Bush reportedly having claimed that God told him to go to war. Mr. Bush reported as having said, quote, God would tell me, George, go and fight those terrorists in Afghanistan, and I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq, and I did. Our fifth story on the countdown, it turns out that God received a rather hefty assist from Donald Rumsfeld. Newly released memo showing that Mr. Bush's defense secretary, having placed on the cover of his daily reports to the president, biblical passages and corresponding war imagery that carefully framed the mission in Iraq as nothing less than a Christian crusade, what another faith might call a jihad. Mr. Rumsfeld. Okay, so, ich muss wahrscheinlich, hat hier alles in Englisch mitgekriegt? Okay, das Messer, ja, okay. Ich muss eigentlich nichts dazu sagen. Aber ich sage eines, man hört immer wieder, ja, Christianismus war vor 1000 Jahren vielleicht auch gewaltig, heute, sie sind so aufgeklärt, nur Islam ist problematisch. Sorry, George Bush war der Commander-in-Chief der USA Army, der hat gesagt, die Bibel hat mich empfohlen, Irak zu überfallen. Ja, das ist leider problematisch. Okay, jetzt sage ich, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, oder? Würde ich so sehen, du hast keine Zeit okay. mehr. Aber ich glaube, ihr weißt, wo ich da hingehe. Ich sage ein letztes. Halt, als Soziologie-Studenten, wir wollen also wissenschaftlich arbeiten. Für mich, ich glaube, hauptsächlich die Wissenschaft geht um Selbstkritik. Ja? Wenn, so sag mal, diesen Hintergrund mit Christianismus, es mag sein, dass die Christen in Deutschland, die sind gut, die sind halt reformiert. Aber die Muslime in Mittelost, die leiden nicht von den deutschen Christen. Die leiden aber von Christen woanders. Das heißt, Christentum oder westliche Kultur ist schon problematisch. Und solange man denkt, okay, westliche Kultur ist wunderbar, perfekt und Freiheit, Freiheit, Freiheit und Islam ist Frauenschlagen, so wird das geschildert, natürlich kann man es nicht lösen. Und die Muslime, die fühlen sich wirklich verarscht. So, ich sag mal, wir müssen halt Selbstkritik zeigen. Die Muslime, die würden dann auch sehen, dass wir haben Solidarität mit denen. Das Problem ist, die Leute, die getötet sind in Mittelost, jetzt wollen die Iran angreifen. Das heißt, das ist nicht in die Vergangenheit, dieses Anzahl von 2 Millionen Zivilisten-Toten. Man muss halt fragen, in den nächsten 5 Jahren, wie viele Zivilisten werden im Mittelost noch sterben? Das ist die Frage. Darauf müssen wir als Wissenschaftler vorbereiten. Wir müssen halt Selbstkritik nehmen, beziehungsweise die Probleme mit westlichen Werten. Dann würden erst die Muslime uns vertrauen und uns zuhören. Dann später nehmen die auch Kritik von uns. Der Hamas-Weg, das ist der letzte Satz, sorry. Sag mal, ich bin auch Kaufmann, ich bin selbstständig, in Geschäft. Du bist bewertet von deinem Erfolg. Ja? Wenn du keinen Erfolg hast, du kannst schwätzen, so viel du willst, keiner hört dich zu. Und meine Frage an Hamas ist, welcher Erfolg hat er, irgendeiner Muslim zu helfen, zu integrieren? In seinem Buch, der sagt immer wieder, ja, ich treffe mit dir Muslim, der Muslim, mit diesem Gang, mit dem, und alle hassen mich. Und dann ist der Hass, dass der bekommt von allerlei, der treffen ist, das ist ein Beweis, dass die einen Fehler haben. Aber ich sag mal, gut, ich habe auch manche Kritik, ich bin eine Heide, weißt du, ich bin kein Muslim. Ich habe so manche Kritik. Aber ich habe auch muslimische Freunde, die hören meine Kritik und ich höre deren Kritik. So muss es gehen. Und das finde ich an der Hamas, der polarisiert. Und das ist das Letzte. Okay, so, Dankeschön.